Ja, ich brauche noch eine Hose. Ich muss unbedingt die Tür hier sauber machen. Guten Morgen. Wir machen jetzt einen kurzen Spaziergang zum Bäcker. Pass auf, Lukas, sie geht die Treppen hoch. Ich komme sofort. Wir holen uns jetzt Frühstück und machen eine Runde. Es ist nämlich richtig schönes Wetter. Kleine Runde. Also quasi zum Bäcker und zurück. Das reicht ja. Genau, heute ist Freitag. Ja, mal gucken, was heute passiert. Und ja. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Haribo. Langsam. Gib mal Brudi die Hand. Wir haben gerade einen Hund gestreichelt. Ein Beagle, so wie Michaela hat. Heißen die Beagle? Ja, oder? Richtig süß. Gerade war süß. Richtig schön weich. Tschüss, Hund. War der süß? Ja. Ei, ei. Was bauen die hier? Ach, das ist der Dingsbums hier, Maibaum. Lukas, die bauen da nichts. Die stellen den Baum da auf. Halt sie fest. Komm, jetzt gehen wir zum Bäcker. Hier lang. Zum Bäcker. Eine Brezel kaufen. Lecker. Njam, njam, njam. Bei Instagram. Ja. Bei Instagram. Njam, 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 njam. Oh, ist richtig schön warm, gell? Wie findet ihr eigentlich Lukas seine Frisur? Ich glaube, sie freut sich auf Italien. Ja. Jeden Tag Pizza. Igel. Do, do, do. Do, do, do. Ich bin schon groß. Do, do. Da. Das sind keine Steine. Da. Bibi, hör auf das I. Komm. Weiter geht's. Weiter geht's. Kaka. Gehen wir nächstes Jahr nach Polen. So, jetzt such mal was Leckeres aus, ne? Lecker. Ja, ist alles lecker. Okay. Jetzt gehen wir auch mal frühstücken. Okay. Wir waren auch schon auf dem Trampolin gerade. Hier rein. Ich habe mir so eine süße Brezel mitgenommen. Ich liebe die. Und Lukas und Leonie. Käsebrötchen und Selina hat schon Cornflakes gegessen, die wollte nichts mehr haben. Und die Brezel hat Lukas, der ist auf dem Trampolin. So, ich habe jetzt die kleine Kamera. Ich wollte es staubsaugen. Der Akku ist leer, jetzt habe ich den Staubsauger, der immer hier ist. Ich muss ihn jetzt gleich anstecken, den anderen. Und die Kamera ist kaputt, ich kriege sie nicht mehr an. Funktioniert nichts mehr. Ich hoffe, wir haben Garantie. Wir haben immer noch nicht geguckt. Die spielt ja schon länger rum. Jetzt wollte ich hier die Scheibe mal sauber machen. Die sind alles voller Fingerabdrücke. Seht ihr das? Leonie steht ja immer da dran und wartet, wenn der Roy reinkommt. Dann fasst sie immer alles an hier. So. Ja, von der anderen Seite auch, sehe ich gerade. So. Und jetzt mache ich die Küche sauber. Und bereite das zweite Rezept für das Video vor, was ich gestern erwähnt habe. Also so vier einfache Rezepte für ein schnelles Mittagessen. Heute gibt's, das hatten wir auch, glaube ich, vor 3 Tagen, Aubergine mit Bohnen. Das hat euch so gut geschmeckt. Und Reis habe ich dazu. Und Tomatenmark, also Tomatenmarksoße. Und vielleicht mache ich noch eine Paprika rein. Mal gucken. Das mache ich erstmal hier sauber. Hier wird gekämmt. Leonie mag keine Lätzchen. Was brauchst du zum Essen? Ich habe aber was richtig Cooles bestellt. Das
sage ich dann, wenn es angekommen ist. Das ist so ein ganzes Oberteil, da kannst du das nicht mehr ausziehen. So. Ich versuche mal, sie zu füttern. Aber es geht halt nicht, ne? Sie will immer alleine. Super. Was? Sina macht sich lustig. Ich gehe gleich deine so, Lange. Wir essen jetzt. Ich lach dich gleich. Locken, du wolltest doch Locken haben. Ja. Ich war passiert, dass ich Locken. Setz dich mal ordentlich hin. Ach, sage mal, wo sind wir denn hier? Hinsetzen, ordentlich. Ja, so eng. Schmeckt's, Leonie? Ja. Ja, super, mein Schatz. Was? Leonie? Ja, bitte. Was hast du hier gemacht? Was hat der Lukas dir gegeben? Hm? Was hast du aufgeräumt hier? Hm? Was machen wir jetzt? Ja, und jetzt? Wer räumt das auf? Sie wollte, Lukas hat ihr das oben gegeben, sie wollte das in die andere Schüssel reinmachen und das alles auf dem Boden gelandet. Und Lukas hat mir einen Staubsauger geholt, aber leider nur mit der Danke, Sina. So. Mal saugen. Muss ich den Sauger nehmen, weil das schaffen die Aufladbaren nicht, die Akkusauger. Die schaffen das schon, aber dann ist das gleich voll, deswegen. Und das saugt auch besser hier. Hat mehr Power. Roy ist da. Es ist auch noch eine Portion. Es ist schon 16 Uhr. Ich bin schon groß. Es hat hier nur das Lied von Caio im Kopf. Ich heiße Caio. Was ist das? Mami und Papi sind im Montag auf. Ist das Nachtisch? Nee, Vortisch. Und dann legen wir den Pool zusammen, oder was? Wieso wir? Oder alle bei? Schaffst du das alleine? Ich bin Meister Manni. Okay. Oh, was hat der Papa? Joghurt, lecker. Banane? Spritzt. Warte, Baby. Hier ist Hand. Papa macht. Zack. Zack und bam. So, der Papa hat alles wieder geregelt. Innerhalb von einer Stunde. Halt. Warten wir jetzt in der... Also fast eine Stunde waren wir jetzt... Paketschein, Begleitschein. Ja. Da musst du da rein. Waren wir in der Warteschleife bei Sony. Direkt bei Sony, also wegen der Kamera. Und... Ja, jetzt... Ah! Nicht da anfassen. Warte, Leonie, ganz kurz. In Reutlingen? Ja, in Reutlingen wird es zur Reparatur geschickt. Und ja, hier geht es komplett gar nicht mehr an, die Kamera. Das haben wir denen auch so erklärt. Wir können ja auch nicht mehr laden, also es ist echt komisch. Ich kann den auch nicht verstehen am Telefon. Ach so, ja genau, erzähl mal, wie freundlich. Ja, mega. Erstmal wartet man 10 Minuten in der Warteschleife, weil da noch zwei Leute arbeiten anscheinend. Und dann... wird mir da voll genuschelt. Ich habe gleich im ersten Satz gesagt, Entschuldigung, ich verstehe Sie ganz schlecht. Also wenn man im Callcenter arbeitet, muss man ja wenigstens sich artikulieren können, oder? So ein bisschen Zähne auseinander, sorry, hey. Aber der war auch sehr gut. Da wurde auch noch flapsig. Ja. Weil ich sollte auf irgendwas klicken auf der Sony-Seite und dann, ja, war da wahrscheinlich nur so Spinner wie mich hier. Aber hallo, alle. So, ich werde jetzt auf jeden Fall mein Video schneiden gehen. Ich habe ja die kleine Kamera. Ich sehe mich leider nicht. Und das ist nicht schön. Das ist halt blöd. Weil ich weiß nicht, was ihr hier seht oder was ihr nicht seht, ob sie filmt. Gar nicht. Das ist halt blöd. Deswegen hoffe ich, dass die schnell entweder repariert wird oder ich eine ganz neue kriege, weil ich ja sowieso nicht so zufrieden war mit der Kamera. Da die Kamera ja die ganzen Daten immer durcheinander bringt, die ich am Tag gefilmt habe. Und die letzten Tage hat sie ja auch Daten einfach gelöscht. Also richtig komisch. Naja, mal gucken, was da rauskommt auf jeden Fall. Ich muss das jetzt ausschneiden. Ja, Roy nimmt es morgen gleich mit zur Post. Und dann schauen wir mal.
Schneiden. Was hast du da? Am Band aus. Wieder was rausgeholt aus der Schublade? Ja. Ja, willst du Pudding? Soll Papa Pudding machen? Nein. Papa macht jetzt eine Milch, gell? Ja. Papa hat schon Kaffee gemacht. Und dann gehen wir heuer. Ich bin so müde auf einmal. Ja, das ist. So richtig. Ich mach dir immer so Beruhigungsmittel in so, dein, so Übelkeit. Deine Milch. Puh, ja. Aber ihr wisst ja, ich freu mich ja. Oh, das ist doch noch kalt. Ich hab das doch angemacht. Mami! Also heute ist echt ein sehr, sehr komischer Tag. Ich hab schon gedacht, warum, seit wann macht der so Turbo hier? Du machst so Koko war nicht an. So, ihr Lieben, ich verabschiede mich jetzt. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Ich hoffe, wir sehen uns morgen alle wieder. Und wenn es wieder heißt. Genau, danke fürs Zuschauen. Bis morgen. Tschüss. Tschüss. Sagt ihr Tschüss? Tschüss.